Hallo, my friendos und friendolinen, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Willkommen hier zurück bei Dealers Life 2. Jawohl, wir spielen wieder Dealers Life 2. Der Tomek spielt wieder Dealers Life 2 weiter und natürlich mit... Ups. Oh, jetzt. Da bin ich. Hallo. So, okay. Als allererstes mache ich mir mal mein Radler auf. Mein leckeres Tusky-Radler. Naja, sieht man jetzt nicht, aber naja, ist ein Tusky-Radler. Hat auf jeden Fall weniger Prozente als das normale, weil momentan haben die bei Netto einfach diese Dinger im Angebot. Ich wollte mir eigentlich normales Pilz holen, aber Pilz ist momentan nicht da gewesen. Kann sein, dass die heute wieder welche haben. Werden wir sehen. Ich werde da jetzt später hinfahren und werde mir auf jeden Fall mal wieder Nachschub holen. Ansonsten, ja, muss ich woanders mal schauen, wo ich mein Bier herkriege. So, wir spielen jetzt Dealers Life 2 weiter. Schauen wir doch mal, genau, wir wollten auf Schwer weiterspielen, genau. Es wurde ja nachgefragt, ob ich auf Schwer mal versuche zu spielen. Und, Mikro hängt mal ein bisschen zu hoch. So, okay, erstmal verschaffe ich mir mal einen Überblick in meinem Lager. So, was haben wir denn das letzte Mal gekauft? Wir haben auf jeden Fall diese komische Toilette hier gekauft. Diesen, ja, Scheißhaus-Thron. Boxershorts. Naja, Boxerhosen, Boxershorts. Naja, eigentlich Boxershorts, ne? So wie man es kennt. Okay, gewöhnlich guter Zustand, ungewöhnlich schlechter Zustand. Gewöhnlich sehr guter Zustand, gewöhnlich sehr guter Zustand. Okay, was haben wir denn hier? Bei Auktion einkaufen. Ja, so weit sind wir noch nicht, weil wir noch kein Anfänger sind. Deswegen müssen wir weitermachen. Deswegen müssen wir ein bisschen weitermachen hier im Geschäft. Käufer, hey, was läuft? Mein Name ist Ida Bowie. Ich würde gerne dieses Objekt kaufen. Willst du mir das verkaufen? Ja, warum denn nicht? Aber erstmal will ich wissen, wie du drauf bist. Meine teuerste, ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Ich hoffe, das ist nicht wieder im Arsch. Sorry, Leute, ich... Ich meine, ich hätte da jemanden gehört, der da geklopft hat. Scheiß was drauf. Egal. ich höre hier wieder komische Geräusche. So, die ist auf jeden Fall eine, die Sachen überbewertet. Und die hat... Die hat auf jeden Fall wenig Kohle dabei. So sieht's aus. So ist richtig. Die will auf jeden Fall dieses goldene Buch verkaufen. Verkaufen. Boah, jetzt habe ich schon wieder mit Verkaufen und Kaufen. So, ich muss mich wieder an das Spiel gewöhnen. So. Nehmen wir zuerst einen Preis. Schätzung 2200. Gezahlt habe ich. Okay. Wir wollen mal nicht so frech sein, ne? Nur ganz leicht angehoben, würde ich sagen. 1600. Ja, möchte ich. Ich weiß nicht. Okay, abgemacht. Bitteschön, Dankeschön. Melden Sie uns bei BDL 100 plus 7%. 100 Euronen plus 7%. Okay, nice. Aber nur eine Kundin. Schade. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ein bisschen mehr jetzt. Ja, ein bisschen laut auf meinen Kopfhörern. So. Hey, was läuft? Man nennt mich auch Iris Kayoyu. Keine Ahnung. ich habe gerade etwas erhalten und ich brauche etwas Geld. Ich brauche etwas Geld, okay. Ist auf jeden Fall geizig. Sie möchte mir einen Toaster andrehen. Wo ist mein Deckel? Weil ich habe hier wieder so scheiß Fruchtfliegen, die mir ans Bier wollen. Das will ich nicht. Ist zwar extra Protein, aber das will ich nicht unbedingt essen. Also, ne? Nur der Teufel frisst in Not Fliegen. So, Toaster hergestellt 2011. Gewöhnlich sehr guter Zustand. 911 Euronen. Okay. Schau da. Ah ja, genau. Da habe ich ja schon reingeschaut. Lass uns über Zahlen reden. Ja, gut. 1120 möchte sie haben. Nee, das ist mir doch ein bisschen zu viel, meine Teuerste. Wie wär's mit 850? 1100. Komm, ich komme dir entgegen. 900. Ich weiß nicht. Ich versuche... Was? Ich versuche dir auch entgegen. Fick dich, Alter. Blöde Kuh, Alter. Ja, das ist halt Schwierigkeitsstufe schwer, ne? Hey, du, man nennt mich auch Ned Winkler. Ich habe mir etwas... Ich habe etwas Wertvolles ausgeliehen. Okay, du hast was ausgeliehen und möchtest das verscherbeln. Ich hoffe, dein Freund kriegt die Kohle und nicht du.
Dominos und Drakoniens Spielleiterhandbuch, hergestellt 1999. Und erschien 99. gewöhnlich schrecklicher Zustand. 205 Euronen. Okay, kein Einblick. Kein Anschluss unter dieser Nummer. ich bin mir nicht sicher, dass wir uns auf einen Preis von 215 einigen können. Ja, 215, mein Freund, das Ding ist 205 wert. Wie wär's mit 198? Also, das ist großartig. Bitteschön, Dankeschön, melden Sie uns bald wieder. Ja, man darf nur nicht zu weit abweichen, ne? Vielleicht gehen die auch darauf ein, wenn man ein bisschen weit runter geht, ne? Oder ein bisschen weit hoch mit dem Preis. Wenn man was verkauft, kauft, ne? Etc. pp. Dementsprechend muss man sich darauf einstellen, ne? Das ist ja halt Schwierigkeitsstufe schwer. So, wir haben dieses Spielerhandbuch gekauft. Spielleiterhandbuch. Wir müssen die anderen Sachen loswerden, Leute. Wir müssen die anderen Sachen loswerden. Oh nö, warum kommt da kein Käufer? Hi, ich bin Calvin Feng. Ich würde gerne etwas Einzigartiges zeigen. Verpfänden, okay. Französische Pantomimenfigur. Pantomimen-Plüschfigur. Hergestellt 2011. Okay, 650 soll es wert sein. Der ist auf jeden Fall so ein bisschen kompetent. Und ob der Sachen überbewertet, weiß man nicht. Das war ja durchgestrichen. Okay. Okay, wie viel? Ich gebe dir 500 dafür. Was sagst du dazu? Lass mich nachdenken. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber ich akzeptiere dein Angebot. Bitte schön, danke schön. Melden Sie uns doch bald wieder. So. So, wir haben dieses Teil gekauft. Wir können jetzt... Oh, Bob Gauner. Du Arschgesicht, du. Du... Bobby, du bist ein Bobby. Erinnerst du dich an das Geschenk von Onkel Zack? Ich habe gehört, dass er sich heute langweilt und genau die richtige Zeit, um ihm was zu schenken. Hat man das nicht letzte Mal schon? Du mit deinem Onkel Zack, Alter. Kategorie Vergnügen, ich habe etwas. Kategorie Vergnügen. Haushalt, tragbares Vergnügen. Ja, ich habe zwei Sachen, die... wir könnten ihm die Puppe schenken, aber was passiert, wenn ich sage, nee, ist nicht, Alter. Ah, nehmen wir das jetzt einfach. Naja, es scheint, wir haben die besten Gelegenheiten verpasst. Verdammt, okay. Ja, nichts passiert. Okay, ja, das ist doch gut, das ist doch gut. Vielleicht das nächste Mal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal Kohle machen, mein Freund. Guten Morgen, mein Name ist Theodore Bursch. Oder Bursch. Oder Burke. Weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Egal. Ich habe etwas Wertvolles gefunden. Ich will dir diesen Gegenstand... Ich will diesen Gegenstand loswerden. Okay. Eine Cappy. Okay. Eine Baseball-Cappy. 112. Schrecklicher Zustand. Oh. Bisschen kacke, ne? Aber jeder Anfang ist halt scheiße, ne? Und später kommen halt die guten Klamotten. Und dementsprechend auch teurer, ne? Okay, was haben wir? Ah, okay. Passt, alles klar. Ist noch alles im Rahmen. So. Der scheint auf jeden Fall Sachen zu überbewerten. Falsch geklickt. 76 will er haben. 112 ist es wert, 76 will er haben. Das haben wir doch nicht. Nein! Bitteschön, Dankeschön, Ben. Sonst war's wieder. So, vielleicht können wir das ja für mehr verkaufen. Wer weiß, ne? Guten Morgen, man nennt mich auch Layla Thomas. Ich bin hier, um etwas Einzigartiges. Ich habe etwas Einzigartiges dabei. Ich brauche etwas Geld. Gut, die ist auf jeden Fall geizig und scheint Sachen zu überbewerten. Was haben wir denn da? Powder Rangers Poster. Hergestellt 2021. Okay, im letzten Jahr hergestellt. Okay, 370 Kultur. Schlechter Zustand. Okay. Ich hab schon Hallos, Leute. Ich höre die ganze Zeit jemanden im Flur rufen oder sprechen. Ich weiß nicht. Entweder ich höre mich hier einfach nur selbst oder irgendein Echo von mir oder was weiß ich. Keine Ahnung. Egal. Die will 395 haben. 370 soll es wert sein. Erstmal noch einen Schluck zum Überlegen. So.
50 ist es wert, 395 möchte sie haben. Nee, ich gebe dir 330 dafür. Was sagst du? Was verarschst du mich? März 390. Blöde Hexe. Hier, 355. Lass mich nachdenken. Das bringt doch alles nichts. Ja, da verpiss dich doch, Mann. So eine Scheiße, ey. Wie nah muss man denn noch an die Preise rankommen, ey? Das sind echte Arschgesichter, ne? Echte Arschgesichter. Ja, ist halt schwer, ne? Ich weiß nicht, ich kenn mich da nicht aus. Ich hab's die ganze Zeit nur auf einfach gespielt und ich weiß immer noch nicht damit umzugehen. Ich lerne dazu. Hallo, mein Name ist Susan Bolton. Ich besitze etwas, schau's dir an und ich sag mir, dass du es haben möchtest. Okay, oder haben willst. Ja, okay, Susan mit den Superdudeln. Die kann man nicht einsehen. Dominus und Spielerhandbuch. Okay, diesmal das Spielerhandbuch. Und nicht diesmal das Spielerleiterhandbuch. Oder Spielleiterhandbuch. Also, wir haben auf jeden Fall das Spielleiterhandbuch, ne? Und jetzt haben wir hier ein Spielerhandbuch. Keine Schätzung, ungewöhnlich und guter Zustand. Okay. Wir haben noch zwei Plätze frei, das geht klar. Ja gut, dann lass mal verhandeln. 800. Ich werde nicht so weit von meinem Angebot abweichen. Wär's mit 600? Bist du bescheuert? 750? Ja, hier, komm, 650. Ich weiß nicht. Wir sind noch... Was? Alter! Arschloch. Oh, ist das eine enttäuschende Scheiße heute. Egal. Wir versuchen's, ne? Wir versuchen's. Ich muss mich da erstmal reinfinden, ne? Ich muss mich erstmal rantasten, ne? Anders geht's nicht. Okay, hallo, mein Name ist... Oh, wenigstens mal ein Käufer. Hallo, mein Name ist Joe Spengler. Ich habe dieses Schmuckstück gesehen. Bereit, mein Geld abzunehmen? Ja, natürlich, warum denn nicht? Immer gerne. Ich muss meinen Kontostand füllen. So, der ist auf jeden Fall nicht sehr geizig. Mhm. Der möchte haben die Boxershorts. Okay. Ich habe gezahlt 140 und 330 ist es wert. Wie hoch würdest du den Preis schätzen? Ja, 330 würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher. Das ist großartig. Dankeschön, bitte schön. Melden Sie uns doch bald wieder. 190 plus 136%. Nice. So, die will mir eine Klobürste andrehen. Okay, eine Stinktier-Klobürste. Hey du, ich bin Marina Aydin. Ich habe etwas aus dem Badezimmer gefunden. Ja, das sehe ich doch. Ich hoffe, du hast dir damit nicht die Zähne geputzt. Das wäre nämlich ziemlich ekelhaft. Also nicht verwechseln, ne? Klobürste und Zahnbürste sind nicht dasselbe, ne? So, Toilettenbürste, Sammlerstück hergestellt. Ein Sammlerstück. Naja. Okay, ja gut, stinkt der Klobürste, sieht man nicht allzu oft, ne? 2018 hergestellt, ungewöhnlich, schlechter Zustand, keine Schätzung. Wie sind die drauf? Okay, da tappen wir beide im Dunkeln, würde ich sagen. Sie weiß nicht, wie hoch der Preis ist, also wie viel es wert ist, und ich auch nicht. Deswegen muss ich raten. Ich fange jetzt einfach mal mit 200 an, komm. Also, dein Angebot ist nicht wirklich fair. Ich werde es nicht annehmen. Tschüss. Ja gut, dann verpiss dich doch. Ja, was soll ich sagen? Ich habe keinen Experten, der mir sagen kann, was es wert ist. Und ich habe auch noch nicht die Expertise. Ne? Ich bin auch noch ein Anfänger. Noch nicht mal Anfänger. Ich bin Neuling. Ich muss mich erst hocharbeiten. Naja, ein paar Minütchen mache ich noch, denn ich habe heute noch ein bisschen was vor. Dann sagt die Uhr. Okay. Wir haben jetzt gleich 2:30. Hallo, mein Name ist Isabella Shrink. Ich habe etwas Einzigartiges gefunden. Schau es dir an und sag mir, was du haben willst. Ob ich es haben möchte? Ja, lustige Brille. Angestellt 2015, gewöhnlich schrecklicher Zustand. 60 Euronen. Wie bist du drauf? Okay, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und noch mehr Fragezeichen. So, lass uns... Ja gut, dann lass mal handeln. Ich bin mir sicher, dass wir uns auf einen Preis von 89 Euronen einigen könnten. 89, Schätzung 60. Ich gebe dir 70 dafür, komm. Was
Wie verarschst du mich? Leck mich am Arsch. Hier, komm. Ey, ich komm dir noch ein bisschen entgegen. Das bringt doch an. Sag mal, muss ich hier echt Verluste machen? Das ist echt zum Kotzen, ne? Heute ist echt ein beschissener Tag. Es ist echt ein beschissener Tag. Ich glaube, ich werde hier, ich glaube, ich werde das aufgeben. Also, ich meine, ja gut. Wer anfängt, sollte weitermachen, ne? Also, man sollte nie aufgeben. Wer aufgibt, hat schon verloren, ne? Aber das ist mir doch ein bisschen zu schwer. Ich weiß nicht, ob da noch eine höhere Stufe gibt. Dann wäre der utopisch, würde ich sagen, ne? Das wäre utopisch. Das würde mir den Schädel sprengen. Leute, das geht nicht. Ich muss hier Geld machen, Leute. Das geht nicht. Ich kann hier doch nicht so viel ausgeben über dem Schätzwert. Ja gut, ich weiß ja nicht, ob das wirklich der Schätzwert ist, ne? Also, das ist halt nur geraten, ne? Naja, egal. Wie auch immer. Ich muss hier weitermachen. Ein paar Minütchen, wie gesagt, mache ich noch. Und heute mache ich nicht so lange, auf jeden Fall. Hey, meine Freunde nennen mich Peter Everdeen. Peter, oh, Peter Everdeen. Okay, ne, Moment. Mir fällt da gerade was ein. Wie hieß der Film nochmal? Die Tribute von Panem, ne? Wie hieß die nochmal? Die hieß Everdeen. Mit Nachnamen hieß die Everdeen. Peter Malloy, genau. Peter Malloy war der Freund, beziehungsweise der Nachbar. Wie hieß die nochmal? Die Jennifer Lawrence im Film. Everdeen mit Nachnamen. Katniss, Katniss Everdeen, genau, Katniss Everdeen. Die haben beide Namen, Peter und Everdeen haben sie hier kombiniert. Finde ich richtig gut, ey. Finde ich richtig gut. Den Film muss ich mir mal wieder reinziehen, also alle vier Teile. So, Peter Everdeen ist auf jeden Fall ein bisschen geizig. Was haben wir denn da? Spoilerman Comic Heft. 130, schlechter Zustand. Wie viel bietest du? 120. 178, Alter. Komm, ich gebe dir nicht mehr als den Schätzwert. Sagt er, dein Angebot ist nicht wirklich fair. Ja, seht ihr? Seht ihr? Die wollen alle mehr haben. Die wollen alle viel zu viel. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ehrlich nicht. Also, das... Nee, ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf. Ich habe mit einfach angefangen und dann mich daran gewöhnt, ne, dass die Leute entweder drauf eingehen oder nicht. Ne? Also bei der Kategorie einfach war es halt einfacher, ne? Ne, ich hätte nicht mit schwer anfangen sollen. Tut mir leid, also das ist mir doch ein bisschen zu hoch. Ich mag schwere Klamotten nicht. Eher mittel oder einfach. Höher habe ich schon immer nie, also habe ich noch nie gemocht. Bei sämtlichen Spielen war schwer oder ultra oder was auch immer da für Schwierigkeitsgrade gab. Nee, darauf habe ich keinen Bock mehr. Also tut mir leid, ich glaube, ich werde den Charakter löschen und einfach weitermachen. Tut mir leid, also das ist mir doch ein bisschen zu hoch. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Da machst du mehr Verluste als Gewinn. Okay, ich versuche jetzt noch einmal hier irgendwas zu verkaufen. Guten Morgen, man nennt mich auch Marina McFarlane, okay. Oder McFarlane. Ich habe dieses Schmuckstück gesehen. Du solltest überlegen. Okay. Geizig ist ein bisschen, aber nicht sehr. Die möchte die Dominus und Draconians Spielerleiter-Handbuch. Okay, die will das Handbuch haben. So. Boah. Das ist mir dann falsch ins falsche Hals gerutscht hier. Boah. So. 295 möchte sie möchte sie ausgeben. Okay, das ist akzeptabel. Das ist akzeptabel, denn ich habe 198 ausgegeben. Die Schätzung liegt bei 205. Da sagen wir doch nicht nein. Da gehen wir doch direkt auf den grünen Haken. Ich glaube, ich habe da irgendwie gerade falsch geklickt. Ich habe geklickt, aber der hat sich angenommen. Egal. Hier, bitteschön, Dankeschön, melden Sie uns mal wieder 97 Euro plus 49%. Okay, nice. Ja, wenigstens haben wir ein Saldo von 295 gemacht. In der Woche 625, ja gut. Ist noch wenig, aber ich weiß nicht, ob ich hier weitermachen soll oder nicht. Ich überleg's mir. Ich schlaf noch eine Nacht drüber und wenn ich dann später dann nochmal zocken sollte mit euch hier, dann werdet ihr sehen, ob ich den Charakter gelöscht habe
oder behalten habe. Wenn ich ihn behalten habe, spiele ich natürlich weiter, denn ich überleg's mir erstmal, ne? Ich überleg's mir erstmal. So, Pfandschein ist abgelaufen, der Gegenstand wurde von seinem Besitzer zurückgekauft. Ja, das ist doch mal eine Entschädigung, würde ich sagen. Leihgebühr und Zins wurden bezahlt, plus 600 Euro, ne? Nice! Finde ich gut. Und ich würde sagen, machen wir hier einen Cut. Ich sage, Dankeschön fürs Zusehen. Bewertung nicht vergessen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und die Glocke nicht vergessen, ne, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal,